kommen. Was ist jetzt los? Oh, ja, so, hier kommt die ganze Meute hier. Ja, so wollen wir es sehen. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir das hier einigermaßen vernünftig eingefangen kriegen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Da gab es sicherlich ein paar kleine Rempler, aber nichts, was jetzt in irgendeiner Form dramatisch gewesen wäre. Also alles super gut hier durchgekommen. Das ist also dritt nebeneinander, herrlich. Ja. So, und König und Rambo haben hier beide einen super Start erwischt, sind vorne auf Platz 3, Ole Hederich auf der 4, Andreas Oehrlich. Oh, ins Feld rein. Oh. Ja, das müsste Andreas Oehrlich gewesen sein. Ich habe nur was Blau-Weißes gesehen, genau so ist es, weil da haben wir jetzt den Ole Hederich auf der 3. Auf der 4, Jörg Lang. Ja. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir ihn hier wieder angezeigt bekommen. Hier ist natürlich jetzt die Hölle los. Ja, die ersten Windschatten. Enrico Herzig auf Platz 9 vorgefahren. 5 Plätze gut gemacht im Start. Ja, Wahnsinn. So, dann sind wir hier bei Achim Krause, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Ja, der auch schon vorgefahren. Auf der 4, Jörg Lang. Kam auch irgendwie aus dem Ende der Top 10. Richtig. Ja, Jörg Lang war 6. Also, nee, war 5. Genau. Nee, dem, aber Achim Krause war 8. oder 9. oder so. Und der ist auch vorgefahren. Sascha Landgraf hat Plätze verloren, ein bisschen durchgereicht worden. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo es den... Ach, guck dir das an. Jeder sucht den Windschatten des Vordermanns. Ja. Hier hinten wird es ausgeschert. Wahnsinn. Oh, geil. Ja, aber hier sieht man, dass hier mit die Creme der Creme unterwegs ist. Also keine blöden Aktionen, sauberer Rennsport. Wahnsinn. Guck dir an, wie eng dieses Feld zusammen ist. Ja, ich bin noch ein bisschen erstaunt, weil König fährt so wirklich nicht hier weg. Also nicht so, wie wir es gedacht haben. Sie haben zwar einen kleinen Vorsprung sich rausgefahren hier in der ersten Runde, aber da hätte ich schon mit mehr gerechnet, zumal die anderen ja hier dahinter im Verfolgerfeld doch arg mit Positionskämpfen beschäftigt sind. Ah, hier sehen wir den Anruf. Ups. Partner hier wollte wohl ein bisschen innen was tun, aber das hat nicht so ganz geklappt. Schauen wir mal. Und er hat Sascha Landgraf im Genick. Das ist auf alle Fälle eine Erwähnung wert, weil Sascha Landgraf ist ja mal der Meister der Vorsaison. Also der Saison 2011. Welche Fahrfehler gesehen, also nee, das war so, eine no? Da am Anfang und das war's. Richtig, das, ja. richtig. Und die Jungs gehen sich richtig davon. Für diesen Pool hier an 6 ja. Autos. Andreas Oehrlich zurückfallen auf die 9, also dann war es nicht ganz so dramatisch. Oh, hier wird's Landgraf hier gegen Stratner. Außenrum. Das ist die Kurve, die ich, wie gesagt, schon zigfach erwähnt habe. Man kann 50 Linien fahren, aber sie ist einfach sau schwer. Richtig. Es ist ein Knoll hier. Wer ist denn der Grüne da? Das Lang, Lang ist das. Jörg Lang hat jetzt, ist jetzt hier außenrum an an Stratner vorbeigegangen. Hat 2 Autos. Oh, guck das an. Oh. Zu dritt in die erste Kurve, in die letzte Kurve. Oh. Was ist das denn hier? Irre. Leute. Ja, sie kommen durch. Ja. So, König jetzt hier mit der schnellsten Rennrunde. 2:01. Ja, die beiden sind beide vorne weg. Das ist, ja, ja, die interessieren uns ja auch überhaupt nicht. So eine Stunde werden wir sie wieder erwähnen. Ja. Ah, dieser Pult hier, das ist natürlich wieder riesig Spaß. Hier gefightet hier. Klasse, wie die Jungen miteinander umgehen. Richtig. Und Oehrlich ist zumindest schon mal wieder auf 8. Und ist dran hier an Pulk. So, der nächste an. Stratner versucht es jetzt hier gegen Lang. Das reicht nicht. Hinten hat Daniel Streblo 4 Plätze, glaube ich, verloren, ist auf die 12 zurückgefallen. Richtig. Da haben wir nicht so ganz genau gesehen, was da passiert ist, aber... Ganz ehrlich, wir
können hier gerade nicht weg. Nee, definitiv nicht. Was natürlich jetzt nicht schlecht ist, der Ole Hederich kann sich da vorne so ein bisschen absetzen und auch der Achim Krause. Also für die beiden ist es nicht schlecht, für uns ist es doof. Und Jörg Lang hat jetzt aufgrund des merkwürdigen Manövers von Stratner eben, also es war ein bisschen optimistisch schon, natürlich ein paar Zehntel jetzt raus Vorsprung bekommen. Aber Stratner ist wieder dran. Stratner ist wieder dran. So, und jetzt ist aber Stratner hier auch besser. Aber hier. Oh. Ja. Frage ist. Ja. Frage ist jetzt. Es fehlt ihm aber so ein bisschen der Topspeed. Lang lässt auch Platz. Nee, er ist durch. Er ist durch. Tatsächlich. Er ist durch. Frage. Richtig. So, Stratner bleibt in, fährt Kampflinie. Das kann sich aber hier ins Gegenteil auswirken. Weil, genau, Lang hier mit mehr Speed kommt und jetzt die bessere Linie hat. Ja, und da passiert es auch. Gab zwar eine Berührung, aber die nächste ist allerdings wieder rechts. Ja, Wahnsinn. Ich kann dir einen Dank grüßen, das war genau das Manöver, was ich im Vorfeld angekündigt ja, habe. Ja, genau. Als wir noch nicht zu hören waren. So, jedenfalls hier richtig was los. Und dahinter die beiden, die sagen sich, ach, lass die mal machen. Genau, Rennen ist lang. War natürlich ein tolles Manöver hier von Jörg Lang da außen. Ne? Ja. Gegen halt einen klar näher gestandenen Linksknick, aber eigentlich wir fahren hier irgendwie Tourenwahlen, da darf man sich auch schon mal an. Ups, und Lang mit Fehler! Perfekt. So, das Kass hat ihn jetzt mal locker 4 Plätze gekostet. Ja, er reiht sich hinter dieser Dreiergruppe wieder ein. Naja, er hat Stratner und die drei hier. Und Oerlich hier mit einem geilen Manöver. Ja, jetzt kommt diese schnelle rechts, da kann er an außen nicht gegenhalten. Und der Robert Stratner setzt sich da aber jetzt wirklich durch. Ja, aber Oerlich hat sich jetzt durchgesetzt gegen Landgraf. Ja, es ist aber auch noch nicht durch, weil wir werden jetzt. Da ist überhaupt noch nichts durch. Einige Runden übersehen in dieser Gruppe. Es ist super, den Windschatten da vorne. Ja, das ist ein doppelter Windschatten. Mal gucken, ob der Landgraf jetzt beide bis zu schnappen. Na, beide dürfte schwierig werden. Ach so, dass die da vorne mal sich ein bisschen kebbeln. Na, erstmal macht ihm hier Oerlich die. Da ups! Jupp, aber. Na, jetzt kommt er vorbei. Und kann Lang jetzt auch noch davon profitieren? Nee. Zumindest kommt er in den Windschatten rein. Ja. Ein bisschen Überschuss. Er hatte gerade schon gezeigt, bei der hinten überholt. Der geht wieder auf die Außenbahn. Ja. Oh, hier im Vordergrund ganz viel Staub und Bremsen. Und er macht das gleiche Manöver nochmal. Ja, und ist durch. Ach, herrlich. Und macht jetzt auch die Linie zu. Ja, noch sauberer als vorhin. Genau. Perfekt. Genau so fährt man da dieses Manöver. Können wir ausschneiden, Lehrbuch draus machen. Genau. Ups, und Oerlich stupst da hier ein bisschen an. Das hat aber leider immer zur Folge, dass man Zeit verliert. Weil man natürlich dann in dem Moment vom Gas geht, vielleicht sogar bremst. Weil man das natürlich nicht mit Absicht macht. So, Andrzej König führt vor Alex Rambo und Ole Hederich auf der 3. Jetzt schauen wir mal da ein bisschen hin. Hederich hat sich hier auch ja respektabel auf der dritten Position festgesetzt. Bis Achim Krause auf 4 ist das erstmal safe. Auf der 5 haben wir jetzt Robert Strater. Auf der 6 Sascha Landgraf. Auf der 7 der etwas unglückliche Jörg Lang. Mit Ole Hederich, mit Andreas Oerlich im Gepäck. Und auf der 9
dann Micha Wenzel, also geht's ja dann doch auf der 10 Andreas Borde. So, alles andere ist erstmal nach hinten genau durchgereicht. Wir gehen hier wieder auf die Position 8 zu den Herrschaften Oerlich, Langen, Landgraf und Stratner. Ja, oder Ederich Achenkrause, ganz klar Profiteur von den ganzen 4- und 5-Kämpfen dahinter. Ja. Haben das sofort konsequent genutzt und haben sich ein bisschen abgesetzt. Wenn die Jungs jetzt hier Lever sind, stellen sie mal für 3-4 Runden das Verhalten ein. Dann sehen wir zu, dass sie die Lücke wieder zufahren. Mhm. Das Rennen des Langlaufs will ich jetzt sich jede Position sichern. Den Anschluss nicht verlieren, darum geht's jetzt. Ja. Und wir fahren ja, ja? Aber man kennt das selber, ne? Wenn du die Möglichkeit hast, den Vordermann zu überholen, bleibst du nicht dahinter. Genau. Wir fahren ja heute auch nicht nach Runden. Also normalerweise in den Cups werden die Runden ausgerechnet auf die 30 Minuten. Hier werden knallhart die 60 Minuten gefahren. Ja, was mir auffällt, wir sehen auf jeden Fall viele, viele stehende Räder, auch gerade hier beim Achim Krause wieder. Das geht auf die Reifen. Eine Stunde lang, wenn die nicht durchhalten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir die ersten Stopps haben. Ja, also die Stunde halten sie auch nicht durch, wenn man sinnig fährt. Und jedenfalls so wurde mir das von den Fahrern mitgeteilt. Aber die Frage ist natürlich die Strategie. Welche Strategie wird hier beim Boxenstopp angewandt? Das heißt, fährt man etwas eher rein? Ist man mit wenig Sprit unterwegs? Tankt man überhaupt nach? Ist man mit vollem Tank losgefahren? Ich könnte mir vorstellen, jemand wie der André König, der hier doch einigermaßen überlegen ist, dass der mit einem vollen Tank losgefahren ist. Vielleicht auch deswegen die Abstände noch nicht so brachial groß sind, weil wir haben es gesehen, also selbst im Quali war er so gut eine Sekunde schneller als dieses Hauptfeld hier. Er fährt aktuell auch eine Sekunde schneller als Alex Rahn, von der ja auch wirklich kein langsamer ist. Ja, richtig. Ja gut, und die beiden haben schon 10 Sekunden Vorsprung auf den Drittplatzierten. Also von daher. So, Lang hier wieder mit einem Fehler. Eieieiei. Oh, wird der sich was wohin beißen? Mann, Herr Lang. So ist es aber, wie man ihn kennt. Und da hinten kommt jetzt Herzig. Enrico Herzig. Ja. Boah, zieht aber da energisch. Ja, genau. Sagt er, hey Lang, wenn du nicht fahren kannst, dann bleib auch hinten, ne? So. Nee, das ist gar nicht Herzig. Das ist der Michael Wenzel. Ja, die Reifen sind natürlich auch jetzt heiß. Ich weiß es nicht. Wir gucken uns das jetzt hier nochmal an. Weil das geht mir jetzt hier ein bisschen weit. Das ist diese Dreifachstelle rechts. Da kommt er einfach hier raus. Hier kommt raus, aber jetzt der zweite. So, jetzt sehen wir hier Wenzel vorbei. So, gab es jetzt hier einen Schubser oder hat er sich einfach nur verbremst? Nein, das war die typische Stelle. Ich gehe zu früh aufs Gas und biege nach innen ab. Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Und somit noch ein Platz weg. Wahnsinn. So, wo haben wir denn jetzt den Jörg Lang? Auf 11. Oh, wird der fluchen? Achte mal drauf, wer schon dahinter fährt. Ja, da ist Jörg Kormani, genau. Der von 19 kommt. Nee, der ist sogar von 20 gestartet, weil wir haben jetzt... Nee, von 19, nee, hast recht, von 19. Ja. Hans-Peter Mayt von 20, der jetzt auf 15 fährt. Genau. So, und da ist jetzt... Da kommen dann auch schon wieder zwei Fahrer zusammen, die so ja auf einem Level unterwegs sind. Ja, auch davor, ne? Michael Enzel auf der 8, Andreas Borde auf der 9, die sind auch innerhalb von einer Sekunde. So, und das ist hier sogar noch weniger, möchte ich meinen. Ja, halbe Sekunde wird jetzt hier angezeigt. Und Borde kann ja schnell sein, wenn er will. Also wenn er gut klarkommt, das Setup hat, mit der Strecke klarkommt, ist der Junge auch schnell. Er ist halt leider nicht überall schnell. So, Sascha Landgraf hat jetzt auch noch eine Position verloren gegen Andreas Oerlich, ist wieder auf Platz 7 zurück. Geh mal da mal hin, da scheint es nämlich auch, das scheint etwas größeres Problem gewesen zu sein. Michael Wenzel, Andreas Borde, Daniel Streben, Jörg Lang und Jörg Kormani. Da wird es noch richtig zur Sache gehen. Das wird hier gleich. Weil die richtig schnellen kommen von hinten. Ja. Man sieht es hier, wir sind schon 15 Minuten unterwegs, die Jungs fanden wir noch hier im Pool.
Geile Strecke. Plätze verloren oder vier waren es ja sogar, wahrscheinlich Autos in einem Quersteher. Vorne, Robert Straten, da geht dann Achim Krause vorbei. Uiuiui, wie ist das denn jetzt passiert? Gute Frage. Ja. Schauen wir mal, ob wir das hier noch eingefangen kriegen. Ja, das kriegen wir perfekt. Start und Ziel. Wartner versucht es jetzt auch außen. Da geht es sich nicht aus. Jetzt versucht das innen. Und bremst sich hier durch. Krause hält, versucht dagegen zu halten, stupst ihn auch an. Und dadurch kommt Stratner auf die Innenbahn. Da geht es aber echt zur Sache hier mit den beiden. Wie gesagt, das ist Replay. Ja, das waren mal die Ellbogen in beide Richtungen. Aber trotzdem hat sich der Robert da durchgesetzt. Respekt. Genau. So, und jetzt ist er auch vorne. Und, sehen wir, den Achim Krause dicht gefolgt von Andreas Oehrlich. Ja, Sascha Landgraf ein bisschen den Anschluss verloren. Ja, der muss aber sich irgendwie rausgedreht haben. Also da muss was gewesen sein, weil der war da schon dicht dran. Der Positionswechsel ist auch gerade erst erfolgt und so ein großer Abstand, das kann eigentlich nur... Andreas Borde. Oh, nee, da müssen wir tatsächlich auf die 10, weil da geht genau. Daniel Streblo hier, der macht hier richtig Betrieb mit dem Andreas Borde. Ja, und Micha Wenzel natürlich auch. Na, das ist ein bisschen optimistisch, aber es wirkt. Das muss ich ja einfach nur zeigen. Ja, ja, genau, aber er fährt dann zumindest so langsam durch die Kurve, dass man nicht innen reinkommt, weil das wäre die Konsequenz. Aber der ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen vorsichtiger nach drei Abflügen. Ich gehe mal davon aus, dass er mittlerweile Reifenprobleme hat, dass der erstmal seine Reifen wieder, die Temperatur wieder runterbringen muss. Dass der erstmal sich tatsächlich ein bisschen zurückhält. So, und das könnte jetzt gepasst haben. Wer von den beiden? Nee, Borde ist noch vorne. Deine Strecke willst du jetzt wissen. Der versucht jetzt alles, wieder nach vorne zu kommen. Da kommt er ja auch her. Nächste Möglichkeit hier zum Ausbremsen. Oh, spät auf der Bremse. Oh, innen über die Curves, ja. Kleiner Schubs, ja. Aber durch. Und jetzt ist Jörg Lang wieder dran. Genau. So. Mann, die Jungs fahren ja so, als wäre das wieder ein Sprintrennen. Wir fahren noch 42 Minuten. Aber anscheinend müsste jeder ans Limit gehen, um überhaupt eine Chance zu haben, irgendwie natürlich, dabei zu bleiben. Natürlich. Also, absoluter Wahnsinn. Sie auf Taktik zu fahren und irgendwie auf Ankommen und Durchhalten reicht nicht. Nee, definitiv nicht, weil, wie gesagt, es werden so ziemlich alle einen Boxenstopp machen. Und die Frage ist jetzt wirklich, wann kommt Lang rein? Weil ich befürchte mal, dass er einer von denen sein wird, die nicht zeitig zum Boxenstopp kommen. Weil der mit den ganzen Fights, die er hier gehabt hat, definitiv seine Reifen etwas geschrottet hat. Ja, so schade, das ist jetzt einmal wieder oben verpasst. Andreas Oehrlich ist am Achim Krause vorbei. Das hat sich abgezeichnet, weil... Und der Sascha Landgraf auch noch. Achim Krause ist gerade so ein bisschen aus der Spur. Die 7 mittlerweile. So, wir gucken mal hier zurück. Da sehen wir nämlich das Manöver. Genau, hier ist Oehrlich vorbei, hier unten in der Senke. Schön innen, da haben wir vorhin schon mal ein Überholmanöver von ihm gesehen. Aber ich glaube, auch da gab es eine kleine Berührung. So, jetzt müssen wir mal weiter gucken, ob es da eventuell... Weil Krause hat ja nur noch Platz verloren. Ja, hier ist er noch abgeflogen. Hier ist er noch abgeflogen, also da kann man nun jetzt keinem einen Vorwurf machen. Schön, dass die Jungs da wieder recht geben, dass das eine wirklich schwierige Kurve ist. Naja. An dieser Stelle. Ich sag mal so, ich glaube, die Jungs haben das nicht für dich gemacht. Glaube ich schon, aber jetzt haben wir schon wieder was verpasst. Daniel Strepo ist an Michael Wenzel vorbei. So, da sind wir aber auch gerade. Damit ist er nicht nur an Michael Wenzel vorbei, er hat auch den Andreas Borde vorher überholt, der wohl zwei Plätze verloren hat. So, und jetzt wird es natürlich spannend hier, wenn Krause Probleme hat. Also man muss ihm zugute halten, ihm sind vorhin die Pedale kaputt gegangen und hat so irgendwelche alten Pedale rausgekramt. Was natürlich gerade in der Mod hier wirklich ein Nachteil sein kann, weil man natürlich auf der
hier hauptsächlich mit der Bremse arbeitet, beim Runterschalten, Bremse und Gas gleichzeitig. Und wenn man dann an Pedalerie auf einmal nehmen muss, so kurz vorm Rennen, das kann schon wirklich Probleme bereiten. Das macht ja nur Probleme, das ist Worst Case, weil du fährst, wir haben die guten Zahlen gesehen, die da draußen sind, und fährt, um sich vorzubereiten. Und wenn du dann dein Equipment tauschen musst, dann ist das, als würdest du ein anderes Auto einsteigen. Ja. Ach, okay, das andere ist schon wieder zu sagen. So, Kormani jetzt hier dran. Ups, da hat er sich ein bisschen vertan, da musste er ins Kies, in den Kies. Sonst wäre er hier, denke ich, nicht mehr Wenzel ins Heck gefahren. Da hat er wahrscheinlich eine Lücke gesehen, wo keine war. Oder die dann auf einmal zu war. Lang lenkt hier aber auch ein bisschen spät ein, das muss man sagen. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Ja, wir haben 22 Minuten um. Kann natürlich sein, dass wir die ersten wirklich Probleme kriegen mit ihren Reifen. Ja, das könnte mir vorstellen. Sehen, wie viel Achim Krause verloren hat, ne, nachdem er geholt wurde. Und das ist nicht alles durch einen Fehler oder so passiert. Also der ist ja schon vorher überholt worden, bevor er da sich verabschiedet hat. Nichtsdestotrotz sehen wir hier, werden ganz engen Kurven immer auch aufsteigen beim Bremsen. So, Jörg Lang jetzt hier dran an Andreas Borde. Ja, nach hinten ist der Jörg vom Arne ein bisschen zurückgefallen, wieder jetzt auf Platz 3. Ja, der hatte ja diesen Ausrutscher da oben, hat er gerade gesehen. So, jetzt sind wir hier die Heckkamera. Meine lieben Harry, das wird mir jetzt nicht ganz schnell. Ja. Steigt hier wirklich permanent der Rauch auf. Also die Jungs sind, trotzdem sie hier... Das lässt sich in der Kurve auch fast gar nicht vermeiden, weil du lenkst die ganze Zeit, das innere Rad belastet. Und du musst das Auto komplett zusammenbremsen, da muss das innere Rad einfach stehen bleiben. Ja. Also schon spannend zu sehen, wie viele unterschiedliche Linien hier in der letzten Kurve gefahren werden. Also ja, die einen fahren den außen rum, nehmen mehr Schwung mit, die anderen fahren innen rein, wählen den kürzeren Weg. Bis zum Fragen, was ist schneller? Ja. So, hier auch noch ein netter Fight auf 4, 5 und 6. Robert Stratner, Andreas Oehrlich, Sascha Landgraf. Wir sind gerade bei Landgraf im Auto oder am Auto. Hier sehen wir die drei. Wobei ich sagen... Ja, bitte. Nee, mach du. Ich glaube, die Positionen haben sich jetzt erstmal so ein bisschen entspannt. Das Feld hat sich ein bisschen entzerrt. Die Jungs warten jetzt wahrscheinlich erstmal ihren Boxenstopp ab, bevor es dann zu einem Endspurt geht. Also, ja, gut. Ich sag mal, müsste jetzt mal davon ausgehen, wir wären jetzt in 6 Minuten wären wir durch mit dem Rennen. Und das wäre der erste Lauf. Und danach wird es ja immer erst spannend, wenn dann die Startaufstellung umgedreht wird. Genau. Hinten hat Andreas Borde noch 2 Plätze verloren, entschuldige. Jörg Lang und Michael Wenzel sind da vorbei. Mir gar nicht angezeigt. Ach doch, ja. So, aber hier ist es halt jetzt richtig eng. Das ist hier sowas wie eine Hutkurve. Geht voll tatsächlich, aber... nur wenn man sie ganz perfekt anfährt. Ja, recht wenig mehr. Genau. Ja, Achim Krause irgendwie auf 7, schon 9 Sekunden Rückstand. Bei ihm ist mir das ganz extrem aufgefallen, dass er bei jedem Bremspunkt erstmal stehende Räder hat. Ja, so, der erste kommt in die Box. Ich wollte es gerade rufen. Ja.
So, dann müssen wir mal jetzt gucken, wo er ist. Ist er noch Vierter? Nee, ist er ganz sicher nicht mehr. Ja, jetzt kommen die natürlich hier alle durch. Das ist gerade wieder gesehen. Draußen, da ist er. Stehen. So, hier sehen wir dann auch mal die Zeit. 13,478 Sekunden, wenn ich das hier richtig entziffere. Also so schnell kann ein Boxenstopp gehen. Da hinten kommt dann auch der nächste. So, die Frage ist natürlich jetzt, wo kommt er raus? Jetzt kommt Kamani hier noch vorbei. Jupsala. Das ist ärgerlich, das ist natürlich wichtig, wenn er jetzt vorne bleibt. Dann kann er rechts an den frischen Reifen nutzen. Richtig, und das kann er jetzt nicht. Kann er nur hoffen, dass Armani jetzt in Kürze reingeht. Hinten der Michael Reetz. Oh, wo wollte er denn hin jetzt? Entschuldigung. Kein Problem, ich habe mal eine halbe Sekunde nicht auf den Bildschirm geguckt, sondern auf den Zeitenmonitor und sofort machen die Jungs irgendwas. Ja. Immer das Gleiche. Genau, Michael Beetz jetzt hier, der wird aber ziemlich durchgereicht. Der ist nämlich schon auf 20 jetzt. Ach, der war in der Box, deswegen. Michael Beetz war der Zweite eben in der Box. So, König fährt weiter. Was macht Rambo? Wahrscheinlich fährt er auch weiter. Genau so ist es. Ah, jetzt haben wir die beiden ja gezeigt. ja, gut. Nur um zu gucken, ob sie in die Box kommen. So, das sieht hier nach Boxenstopp aus. Oder? Ein sehr späten Bremspunkt, ja. Ja, das war dann eher der späte Bremspunkt. So, Ole. Quatsch, Andreas Oerlich. Das sieht auch so aus, als ob er hier weiterfährt. Genau so ist es. Und auch Sascha Landgraf fährt weiter. Achim Krause. Der sollte jetzt aber wirklich mal reinkommen langsam. Gut, aber nicht. Genauso wenig wie Daniel Streblow. Ja, Daniel ist auch noch schnell unterwegs und er wird sich den Achim jetzt hier schnappen. Da bin ich fest von überzeugt. Schauen wir mal. Siehst du, guck dir das an. Ja, da steht das Auto komplett. Und das ist bei jedem Bremspunkt so. Also jeder, wo es auf hohe Geschwindigkeit runtergeht, stehen die Räder beim Achim. Ja, das könnte aber tatsächlich mit der anderen Pedalerie zu tun haben. Dass er hier wirklich... mit seinen Einstellungen hier, mit denen, dass die Pedale völlig anders arbeiten. Das ist natürlich vollkommen recht. Da muss man sich dran gewöhnen. Man hat eine Sensibilität im Fuß. Man arbeitet daher mit Wegen, weniger mit Druck und das ist einfach drinnen im Fuß abgespeichert. Wenn du eine andere Pedale hast, dann drückst du einfach mal zu tief und dann stehen die Räder. Klar. Ja. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob König. Hinten ist Robert Straten am Hans-Peter Meid vorbei, ach, die jetzt mal freie Fahrt haben. Achim Krause hat gerade eine Position verloren gegen Daniel Streblow, ist aber noch wirklich dran. Wollen wir mal hoffen, dass er jetzt nicht nochmal das Auto wegschmeißt in diesen schnellen Passagen. So, Streblow versucht hier möglichst immer rauszukommen aus dem Windschatten. Jetzt kommt hier nochmal ein Angriff von Krause. Ups, das passt aber nicht. Ja, mit stehenden Reden verzögerst du natürlich auch nicht perfekt. Ne? Das heißt, der muss dann sicherlich bei jedem Bremsprung 3, 4, 5 Meter früher bremsen. Ja. Und du legst jede Menge Gummi für die anderen hin. Ja. Nee, also man sieht auch 3, 4, 5 Kurven und er verliert dann auch. Also es ist wirklich genau das Problem mit der Anbremserei. Das funktioniert einfach nicht. Auf jeden Fall kommt jetzt wieder Jörg Lang, der jetzt mal längere Phase im Abflug hatte. So. Krause bleibt draußen. Ich staune wirklich. Ja, aber wenn es wirklich an seinen Pedalen liegt, dann willst du jetzt den Boxenstopp nicht. Man ändert ja nichts daran, dass er die Räder blockiert beim Bremsen. Naja, ich sag mal so, die ersten Runden ist er schon gut auf Position 3 und 4 gefahren. Also, so, Kamani auf 10. Ist er jetzt hier vorbeigekommen an Andreas Borde? Nee, das war vorher schon. Nee, das muss gerade passiert sein. Also wird jetzt als Anzeichen. Stimmt, ja, genau. Entschuldigung. Ja, also Jörg Kamani vorbei an Andreas Borde. So, jetzt macht er sich natürlich auch auf in die Top 10 hier. Da ist er gerade angekommen. Ja, wir sind... Oh!
aber wirklich. Wir müssen jetzt mal Halbzeit, hinten geht Hans-Peter Maid an die Box. Jetzt sind wir mal gespannt, wie lange die schnellen Jungs vorne weiterfahren. Opa, was ist mit Micha Betz? Er ist hier auch gerade nochmal durchgereicht worden. Peter Maid, ja, der fährt dann auch, der Micha Betz. Auf der 18 müsste das sein, genau so ist es. Und der fightet hier mit Thomas Pacher. Also jetzt haben wir auch mal was im hinteren Feld. Oh! Leute. Ja, auch die da hinten sind zwar 2, 3, 4 Sekunden langsamer als vorne. Aber da geht's auch so, genau, da geht's auch zur Sache. Und nein, auf dem Rotauto steht nicht Fanatec. Ja, genau, man sollte das umbenennen in Fanatec. Genau. Ja. Schönes Spiel. Ja. Ja, auch hier wirklich eine schöne Gruppe. So, Sascha Landgraf hat Andreas Oehrlich, weil das in der Box. Genau. Er ist der erste aus der Spitzengruppe. Und nee, ist nicht ganz korrekt. Ach, der Robert Stratner war schon. Ja. Auf 13. Mal schauen, wo der Andreas auskommt. So. Jörg Lang, das ist aber nicht Jörg Lang. Jörg Komani. Jörg Lang auf 7. Der Sporder auf der 9. Auf der 10 Robert Stratner mittlerweile. Durch die Boxenstopps. Auf der 11 Andreas Oehrlich. Der war definitiv. Kommt direkt dahinter raus. Der ist aber hinter Strat rausgekommen. Und der war deutlich vor Stratner vorher, oder? Nee, Stratner war 4, 13 zur Ole Hedderich. War der 4. Jo. Gut, dann wäre es sich's ausgegangen. Ja, Michael Wenzel, Tom Bäumer ist auch an der Box. Ja. Gut, wir werden dann in so, ich sag mal, in 2-3 Minuten oder nochmal so eine komplette Runde rum. Werden wir dann hoffentlich ein bereinigtes Ergebnis haben. So, jetzt kommt auch König in die Box. Und vermutlich auch Ramo. Die müssen nur aufpassen, wenn sie in einem Team sind, dass sie nicht zusammen in die Box fahren. Und dann könnte es nämlich passieren. Also eigentlich haben wir darauf geachtet, dass genügend Serviceplätze da sind. Aber wenn die in einer Pit Group stehen, ist es denkbar, dass sie denselben Platz bekommen. So, Hedderich auf 3. Der kommt jetzt auch rein. Also muss ich sagen, freue ich mich ein bisschen für den Ole. Ja, sind wir mal gespannt, wie der Abstand nachher zum Robert Stratner sein wird. Ja. Weil die waren ja hintereinander mit ein paar Sekunden Abstand. Gehen wir einfach mal hin zum Robert Stratner und gucken, wo der... Der kommt jetzt auf die letzte Gerade. Oh, wer steht denn da und zuckt rum? Da hinten. Sehen wir jetzt nicht mehr. Irgendein schwarzes Auto, Hardburg oder... Vielleicht das Safety, ja. Nee, das kann da nicht stimmen. So, jetzt werden wir gleich sehen, wo Robert Strada rauskommt. Ich glaube aber... Auf Platz 7. Er ist 7. So, Jörg Lang hat jetzt 3 Plätze gut gemacht. Ja, kein Wunder, weil der war auch noch nicht in der Box. Es ist natürlich jetzt schon so, immer 44, der hat jetzt 6 Sekunden Vorsprung auf Ole Hedderich. Aber es sieht für mich aus, wäre der Sascha Landgraf am Robert Stratner vorbei nach dem Stops. Ja, das sieht tatsächlich so aus. Von der Spitzengruppe fehlt eben noch Alex Rambo und Jörg Langen und Andreas Borde. Die waren noch nicht an der Box. Genau. Nach dem Pause steht gerade drin. Jürgen Engelhardt fehlt noch, Thomas Pache fehlt noch und Jörg Komani ist gerade in der Box, würde ich meinen. Oder dem ist irgendwas passiert, weil der, ja, das ist der, der da oben steht. Ihm denn passiert? Nee. Hier, was geht denn hier ab? Der steht hinter der Mauer.
Ja, das war der, der da oben steht. Der ist irgendwo so abgeflogen, dass er... Ja, jetzt bricht er ab. Schade. So, Antje König natürlich jetzt erstmal nur Platz 2, aber das müsste sich jetzt wieder erledigt haben, weil... Ja, just in diesem Moment auch. Ja, da rennt Rambo raus und zwar auf Position 2, also da hat sich nichts geändert. Ja, Jürgen, aktuell noch auf 3, immer noch ohne Stopp. Was war denn das hier, wenn ich mal fragen darf? Nö, da ist schon alles gut, wird der mir jetzt hier... Ah, okay, in der Box, okay. Der vorne kommt in die Box. Ich sehe gerade einen dritten Stopp bei Alex Rambo. Ja, dann wahrscheinlich, würde ich mal meinen... Weiß es nicht, ob der zweimal drin war. Das kann schon passieren, dass wenn man schnell ist, durch die Lichtschranke knallt, dann gibt's up and go. Genau, ja, vorne sind Jörg Lang und Andreas Born auch an der Box. Damit sind dann eigentlich alle drin gewesen, bis hinten auf Jürgen Engenhardt. Genau, und was mich natürlich interessieren würde, wäre, Jörg Lang ist auf 8 wieder draußen. Das heißt, das hat sich gerechnet insgesamt für ihn. Er ist ja auf Platz 9 und ihm gefahren, also einen Platz hat er auf alle Fälle gewonnen, gegen Micha Wenzel, würde ich meinen. Und er ist auch... Naja, ist Daniel Schipplung. Er hat den Platz, glaube ich, gewonnen und Achim Krause mittlerweile auf Platz 10 zurückgefahren. Ja, richtig, hast du recht. Achim Krause hat viel Zeit verloren. Der hätte definitiv eher kommen müssen, wenn er überhaupt noch hätte was reisen wollen, aber vermutlich wäre es dann zum Rennende hin schlecht ausgegangen. Vielleicht wäre für Achim Krause tatsächlich diese Zwei-Stopp-Geschichte eine Alternative gewesen. Dass er wirklich mit wenig Schritt und möglichst frischen Reifen versucht, hier seine Runden zu drehen. Damit hätte er das Rennen zwar nicht gewinnen können, aber vielleicht ein paar Plätze weiter vorne ankommen können. Der Achim Krause hat ganz viel Zeit beim Stopp verpasst, zumindest in der Runde. Er ist eine 2,42 gefahren in der Boxenstopp-Runde. Dann hat er und alle anderen liegen so bei einer hohen 2,20. Dann hat er vergessen, entweder Schaden kopieren oder den Stopp nicht angemeldet. Schaden auszustellen, da bin ich mir relativ sicher. Alex Rambo hat 2 Minuten 31 gestanden. Ja gut, das ist jetzt sein Kollege 2,28, also was heißt gestanden, die Runde hat es gedauert. 2 Minuten 30 und sein Teamkollege 2,28. Also 2 Sekunden langsamer, aber das ist jetzt dramatisch. Aber wo kommt der dritte Boxenstopp her? Ich würde mal einfach vermuten, eine Drive-Thru vielleicht? Nee. Er hat eine 2,05 gefahren in der Runde. Stimmt. Woher? Ja, nicht zu erkennen. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur 3 Sekunden sind, die man langsamer ist, wenn man einmal durch die Box fährt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also das dauert eigentlich immer so 10-12 Sekunden, so eine Boxendurchfahrt. Die 205 kommt zustande, weil du vor der vor der Startziellinie schon in der Box bist und dadurch dann eben Zeit verlierst. Ja. No. Also da ist erstmal diese 3, die da steht, die ist erstmal unsinnig. Ja, schade für Komani. Ja, vielleicht sollten wir einmal so nach den Boxenstopps eine bereinigte Klassement machen oder ein bereinigtes Klassement. Einmal vielleicht durchgehen. Andres König auf der 1, Alex Rambo auf der 2, Ole Hederich 3, Sascha Landgraf 4, Robert Stratner auf der 5, dicht gefolgt von Andreas Oehrlich, Daniel Streplow auf der 7, Jörg Langen 8, Michael Wenzel 9, Achim Krause 10. Außerhalb der Top 10, mein Gott. Stefan Bäumer auf der 11, Andreas Borde 12, Michael Betz 13, Hans-Peter Malt 14, Jürgen Engelhardt 15, Daniel Borowski 16, Kai Schikotski auf der 17, Enrico Herzig 18, Thomas Bache 19 und Jörg Komani leider ausgeschieden auf der 20. So, die beiden fighten hier immer noch ganz heftig. Ups, aber da war Robert Stratner selber schuld. Da ist ihm das Heck weggegangen. Und der Stupser von Oehrlich war dadurch, dass er so extrem lang verzögert hat dort in der Kurve, wo man eigentlich schon beschleunigt. Genau, war nicht zu vermeiden. Das war ein klarer Rennunfall.
Dennoch wartet hier ein Andreas Oehrlich auf ihn. Das ist einfach großer Sport. Ja. Gut, jetzt bringt es natürlich auch nichts von Robert Stadler zu sagen, nee, war meine eigene Schuld, nur Pharma. Bis der das kapiert hat, haben sie was weiß ich wie viel Zeit verloren. So, und was nicht ganz richtig war, ist, Jürgen Engelhardt war noch nicht an der Box. Jo, jetzt wo du sagst. Er fährt momentan auf 15. Ja, aber die beiden immer noch eng zusammen. Ich denke mal, das dauert nicht lange, bis der Andreas Oehrlich nochmal angreifen wird. Das wird sicherlich nicht passieren. Weil er ist eindeutig schnell. Ja, also auch Sascha Landgraf ist nur 2 Sekunden hinter Ole Hederich. Daher könnte ich mir vorstellen, dass es da auch nochmal was gibt. So, wo es aber auch noch richtig eng ist, und da gehen wir mal hin, weil die fahren hier so sehr brav. Das ist hier Hans-Peter Maid gegen Micha Betz. Auf den Positionen 13 und 14. Ja, Hans-Peter Maid, ohne eine Quali-Runde erst im Warm-Up dazugekommen, ist hier aber gut unterwegs. Man schon oben aus der Kurve deutlich besser rauskommen. So wie wir das bei Andreas Oehrlich zweimal gesehen haben. Genau. So, da vorne passiert noch nichts mit. Ja, jetzt kommt das war wirklich entscheidend. Jetzt mit viel Schwung wieder auf die Gerade. Jetzt kriegt er einen Windschatten. Schauen wir mal. Fährt er nicht Windschatten. Er fährt da so ein bisschen Schlangenlinie. So, gucken wir nochmal hier zu den beiden. Oehrlich und Bratner. Aber auch da ist jetzt ein paar Zehntel sind da dazwischen. Eine halbe Sekunde knapp. Na, der Robert sich wieder gefangen hat. Das ist wieder ein bisschen Abstand hier reingebracht. So, dann gehen wir mal zu meinem Lieblingsfahrer, der zwar ganz allein unterwegs ist, aber ich will ihn Vincent einmal gezeigt haben. Unser Dreherkönig. Witzigerweise dreht er sich gar nicht so häufig. Er hat sich nur einmal wirklich den Oberkracher hier geliefert in der letzten Saison. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Strecke das war. Ich glaube Monza oder so. Da hat er wirklich sich rausgedreht. Stand dann andersrum, wollte dann so eine 180-Grad-Kehre aus dem Stand raus, ne, und hat sich dann wieder um 360 Grad gedreht und das Ganze ist zweimal passiert und er kam dann wieder auf dem Rasen zu stehen und wollte dann aus dem Rasen rausfahren und hat sich dann nochmal um 180 Grad gedreht. Wie hieß er früher? Ucho Katayama? Ja, genau. Ja. Nein, also Stefan ist ein super Typ, ich mag den wirklich gern und der hat hier, ich habe schon ein Rennen mit ihm kommentiert bei Sackschwitze, also das war wirklich auch sehr, sehr, sehr erheiternd und die ganzen Jungs überhaupt bei Sackschwitze, die sind alle so super gut drauf, deswegen finde ich es unheimlich schade, dass der Olaf Ness nicht zurückziehen musste, weil das wäre dann noch so der I-Punkt, der Junge, also Bäumer, Ness und Sichotsky, dann hast du hier richtig Spaß. Ja. Wir müssen nur kurz aufs Renngeschehen eingehen, weil vorne Landgraf und Hederich, die scheinen sich beide der Situation bewusst zu sein, sind gerade beide persönliche Bestzeit gefahren, wobei Sascha Landgraf mit 2:01:06 gefahren ist. Ja. Das ist schon mal echt deutlich, 6 Zehntel schneller als Ole Hederich. Ja. Da sind es jetzt auch nur noch mal knapp 2 Sekunden. Auch da können wir sicherlich noch was erwarten. Gehe ich mal von aus, wenn man jetzt mal bedenkt, Landgraf hatte irgendwie Probleme mit der Mod hier. Er sagte, oder er schrieb im Forum, letzte Saison ist er Meister geworden und er hat jetzt hier wirklich, kommt hier nicht so richtig in die Puschen. Also jetzt scheint es zu funktionieren. Liegt vielleicht jetzt auch so ein bisschen an der Strecke, aber grundsätzlich auch im letzten Rennen hat er ja schon deutlich Performance zu gezeigt.
gucken wir mal, vielleicht klappt das noch im Laufe der Saison, dass er noch ein Stück weiter nach vorne kommt. So, jetzt ist aber erstmal Oehrlich hier richtig dran. Das ist ja hier seine Lieblingsstelle. Ja, genau. Das hat allerdings hier nicht gepasst. Da bis hinten auch Krause mit einem Platz nach vorne gefahren, hat der Michael Wenzel jetzt endlich mal kassiert, ist wieder zurück in den Top 10 auf 9. Und Hans-Peter Neid ist vorbei an Micha Betz. Genau, sollte nicht vernachlässigen. Ja, die beiden hier geben sich nichts an. Die fahren, glaube ich, Zehntel auf Zehntel identische Zeiten. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier vorne die Jungs dann, also jetzt sind sie eine Sekunde getrennt, ziemlich genau, Sascha Landgrafen, Ole Hedderich. Hätte ich nicht gedacht, weil Hedderich hatte ja schon mal gut 10 Sekunden Vorsprung auf dem Dritten. Auch immer da fuhr damals. Aber durch die Boxenstopps und wahrscheinlich auch durch die jetzt gute Performance von Sascha Landgraf, der hier wirklich gute Zeiten fährt, eben auch wieder 2 Zehntel schneller als Ole Hedderich. Jetzt Bäumer auf 10. Weil Andreas Borde, was ist mit dem passiert? Der ist jetzt schon. Nee, Michael Wenzel. Ja. Eieieiei. Der hat hier Probleme, der kommt in die Box. Der hat definitiv Probleme. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwas sehen können. Also hier ein Dreher. Ein selbstverschuldeter. Und dann, glaube ich, hier in der. Ja, beim Anbremsen hier. Der hat definitiv Bremsprobleme. Ich hoffe mal, dass der keinen Bremsschaden hat. Das sieht mir nämlich fast so aus, als ob die Bremsen hier versagt haben. Wenn die nämlich zu viel Druck haben, ist ein Stundenrennen natürlich, ein 30-Minuten-Rennen geht das gut, aber natürlich nicht bei einer Stunde. So, jetzt kommt er hier wieder raus aus der Box. Also wir waren eben im Replay. Er fällt natürlich deutlich zurück. Naja klar, das war es jetzt erstmal für ihn und er hat sich jetzt hier auch gut einsortiert, also da ist nach vorne und nach hinten gut Luft. So, jetzt gibt es hier eine Hans-Peter Meid dadurch, wo alle natürlich jetzt nach vorne gekommen, auch Daniel Borowski und Jürgen Engelhardt. Jürgen Engelhardt war immer noch nicht an der Box. Unglaublich. Der wird doch hier wohl nicht durchfahren, oder? Ich meine, 12 Minuten noch. Schlimmsten Fall 6 Runden. Ja, vorne Hedderich, Landgraf, die fahren im Hundertstelbereich unterschiedlich in den Sektoren. Ja. Da reden wir von 39,4 zu 39,39, also da tut sich gar nichts. Gibt es hier nochmal einen Angriff? Außenrum. Aber Stratner ist diesmal schlauer, macht hier zu. Das war der Stratner. Ja, genau, das war doch sein Sohnemann, aber ja, wahrscheinlich fährt er dann auch. Ja, okay, bis Platz 5 kann es der Robert selber sein. Ja. Also für alle die, die jetzt hier beim ersten Mal zuschauen, das sind so ein paar Insider, ein paar kleine Jokes, der Robert sitzt hier schon am Steuer, keine Sorge. Ja, vorhin klangst du dann nicht so sicher. Ach ja, das war bitte auf, ja. Robert ist der wichtigste Mann hier in der Liga, der macht die meiste Arbeit, also verknallst mir den nicht. Ja. Ja, Robert ist hier aber definitiv am Limit, das sieht man, da rutscht regelmäßig. Ja. Und der Andreas ist eigentlich schneller, er muss einfach nur einen Weg vorbeifinden. Jetzt kommen wir wieder hier zu seiner Lieblingsecke. Ja, das ist aber zu weit weg. Er bremst. Ja. Ja, der entscheidet gut auch nicht getroffen. Hier sieht man auch mal ganz deutlich, was es ausmacht in so einem Moment, wenn man die Kurve nimmt. Das waren jetzt mindestens 5-6 Meter, die hier. Also hier hat Stratner definitiv einen Vorteil. Von dem Körper und schon verlierst du 5-6 Meter. Ja.
Ja, jetzt hat er hier so ein bisschen Probleme. Deswegen gucken wir nochmal. Wo war denn das noch so eng? Das ist jetzt, genau. Auf bei Hans-Peter Maid. Genau. Und Micha Betz. Da ist Micha Betz mittlerweile wieder vorne. Das heißt, die wechseln sich hier so ein bisschen ab in den Positionen. Ups. Ah, das war gar nicht so dumm. Ja, das ist eigentlich eine Ideallinie da außen. Ja. Hier passt es jetzt. Also er hat auf alle Fälle Airspeed mitbekommen, aber... Jetzt. Ja. Nee, gar nicht mal. Also er trifft den entscheidenden Punkt, aber... Jetzt hat sich hier gut gewehrt, also der Hans-Peter ist ein super Fairer. Also auch wenn er vielleicht durchkäme, aber das eine Berührung zur Folge hätte, wird er es nicht tun. Also der ist so. Definitiv. Auch jetzt zieht er jetzt zurück, hast du recht, der eine oder andere hätte das reingehalten. Ja, genau. Also er hat auf alle Fälle das momentan bessere Auto, weil er kann viel, viel engere Linien fahren. Aber verliert immer an den entscheidenden Stellen, wo er auf dem Gas bleiben müsste, muss er wahrscheinlich immer kurz vom Gas gehen. So, jetzt da raus. Ach, nee, reicht nicht. Herr Robert jetzt könnte es passen. Nee. Also er kommt aus den Kurven immer besser raus. Immer besser kommt er da raus als Micha Betz. Aber er hat in den entscheidenden Momenten, kann er nicht voll beschleunigen. Ja, du kannst durch den Vordermann nicht durchfahren. Und das ist genau das Entscheidende, wenn du vorwegfährst, dann Hintermann den Sprung zu nehmen. Ja, in den entscheidenden Stellen einfach mal vielleicht mal kurz lupfen, sodass du den Hintermann auch lupfen musst. Und dann beschleunigst du wieder. Und schon hast du 5, 6 Meter gewonnen, die dir am Ende der Geraden reichen. Ja. Ich glaube, hier drücken wir mal eben nach vorne gehen auf 3 und 4, weil jetzt sind es nämlich nur noch 4 oder 5 Zehntel. Ja, ach so. So, jetzt wird spannend. Da fährt Thomas Pache da vorne. Als zu überrunden. Sascha Landgraf macht hier alles. Pache macht das Beste, was er machen kann. Er geht komplett zur Seite, geht zur Straße. Ja, definitiv. Kurzfristig in Luft auf. Ja, genau so sieht aus. Wenn da dazwischen ist, es einfach nur... kämpfen um 10 um 10 und das außerdem ist da war er, genau, das war's. Sascha Landgraf hat's hier übertrieben, liegt hier ab. Jetzt weiß ich nicht, ist Stratner vorbei? Nein, da liegen irgendwie 16 Sekunden dazwischen. Okay. Aber Ole Hederich hat jetzt natürlich Ruhe und kann die letzten Minuten dann einigermaßen entspannt fahren. Das ist gelaufen. Bei den beiden hier noch nicht. Definitiv noch nicht. Und ich bin sehr, sehr stolz auf den Laden, dass hier auch nach 60 Minuten immer noch Zweikämpfe sind. Die total spannend, wo es auch um wichtige Positionen geht. Also großes Kompliment. Haben wir aber auch nicht anders erwartet, oder? Naja, ich bin mir nicht sicher bei 60 Minuten. Also erinnere dich so an die ersten Rennen in einem normalen, an einem Meisterschaftstag. Das erste Rennen ist nicht immer ganz so. Und wenn die sich da vorne ein bisschen auseinandergezogen haben, dann musst du dich halt im Mittelfeld betun. Und hier ist es jetzt aber wirklich, hier geht es um Platz 4. Um Platz 5. Also von daher, und ich glaube, dass Oerlich hier durchaus willens ist, da noch einen Angriff zu setzen. Wir haben jetzt noch 5 Minuten, 28, 27, 26. Von daher, das sind noch 3 Runden. Er wird das auch definitiv nochmal energisch probieren. Weil, was soll passieren, wenn er mal 4-5 Sekunden verliert, hält er immer noch seinen Platz. Ja. Aber so hinterherfahren, hätte ich bis ins Ziel. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
Ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch nicht. Die Frage ist halt tatsächlich, wenn Hetterich ein bisschen Reifen geschont hat, was ja, die Situation würde ja dafür sprechen, ich meine, er hatte ja viel mehr Vorsprung, dann kann er sich wahrscheinlich gut wehren. Aber wir werden sehen. Also wir wissen nur eins vom Robert, er kann sich wirklich breit machen. Das ist also, ja, noch eine fahrende Schrankwand. Da musst du dich wirklich dran vorbeiarbeiten. Er macht keinen Fehler, der ist immer auf der Linie. Da kannst du dich nicht einfach mal dazwischen quetschen, da musst du dir wirklich erfahren. Ja. Geschenke kriegst du von ihm nicht. Das stimmt. Ja, ja, richtig, richtig. Ja, ich selber glaube auch, da würde er nicht wirklich was schenken, wenn er denn mal vor seinem Sohn sein würde. Nee? Ja, so kann man das auch nennen. So, hier sehen wir es wieder. Ehrlich hier deutlich besser in der Linie, aber, ja nicht deutlich, aber schon auf einer besseren Linie, aber es nutzt nichts. Jetzt kommt der Windschatten, also dem fehlen so 50 Meter an der Geraden. Ja, er versucht jetzt hier nochmal außen, aber ich... Oh! Ganz spät. Das war zu spät, mein Lieber. Das war aber vorhersehbar. Und das ist jetzt auch ein bisschen schade, weil die letzten 3 Minuten hätten wir uns das gerne noch angeguckt hier. So, jetzt aber, das ist jetzt diese 3-4 Sekunden, die du eben sagtest, was Schatz, ne? Also, aber das war genau der Angriff, den du vorher gesagt hast. Er versucht es auf alle nochmal. So, Stefan Bäumer, nee, Micha Betz ist vorbei an Andreas Borde. Also da geht's ja nochmal auch hier richtig zur Sache. Oh, was ist denn mit Hans-Peter Maid passiert? Auf der 13, der hat hier gut verloren. Und der hat den Daniel Borowski da im Heck. Aber wer qualmt denn da gerade da vorne? Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Andreas Bohr, der kommt in die Box. Das sieht man nach einem Plattfuß aus. Der gequalmt hat schon auf Mitte der Gerade. Na, Hauptsache kein Motorschaden oder so. Gucken wir mal, ob wir ihn hier noch reinkriegen. Schwierig hier gerade den zu finden. Der müsste ja eigentlich noch vor denen sein hier. Andreas Borde ist draußen. Gucken wir uns das nochmal an. Was hat da gequalmt? Es sah aus, als hätte er ein Rad blockiert. Also hier ist noch gar nichts. Oh ja, oh ja, oh ja, der hat einen Platten. Hoppala, 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 hat aber noch gut die Kurve gekriegt. So, was macht er jetzt? Er fährt jetzt hier in die Box. Stellt er jetzt direkt ab oder versucht er noch irgendwas zu tun? Er stellt ab. Gut. Ja gut, wir haben noch 1,5 Minuten. Genau. Soll ich dir was sagen? Guck mal auf 3 und 4. Ja, sind sie wieder beieinander oder was? Naja, Also nicht so ganz, also 2 Sekunden werden hier noch angezeigt, aber er ist natürlich noch mal rangefahren, der Sascha Landgraf, aber ich vermute mal, dass in der einen Minute nicht zusammenzufahren. Nee, das kannst du auch vorne kontrollieren, da kannst du mal 1 Sekunde an Speed rausnehmen und dann gibt halt der Hintermann zwar noch mal ein bisschen Luft, aber du kontrollierst das vorne, machst keine Fehler mehr und reduzierst deinen Vorsprung auf ein Minimum, aber bringst ihn einfach ins Ziel. Ja, und André König setzt hier nochmal eine neue Runde in Gang. Das heißt, 35 Sekunden vor Schluss geht er nochmal über Startziel. Ja, eins am Rennen da vorne. Also ich denke, da haben andere mehr Spaß am Rennen gehabt. Ja, aber er findet das ja gut. Wir hatten ihn ja schon mal gefragt im Interview. Er findet das gut. Und ich meine, es gibt wirklich Schlimmeres als Rennen zu gewinnen. Das ist allerdings wahr. Ja. Aber man ist auch so verdammt einsam. Keiner redet mehr mit einem. No. Ja.
So, jetzt hat sich tatsächlich das Feld hier komplett auseinandergedröselt.